klar ist, was daraus wird. Naja, nicht ganz klar, aber dass da auf jeden Fall was drauf wird, draus wird, das ist klar. Nee, ich lasse ihn jetzt erstmal stehen. Ja, Pferdilein. So. Hier geht's hoch, schön. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wie viele Fäden habe ich? Auch eine Menge Fäden, nur so wenige. Verdammt. Dann mache ich das folgendermaßen. Das kommt erstmal weg. Die Leiter nehme ich mir erstmal, warum nicht? Die packe ich mir auch direkt nach hier. Fackeln. Erstmal so Fackeln. Fackeln nach da. Also wenn ich jetzt gleich kämpfen gehe, lasse ich das erstmal hier. So. Circa. Genau. Den Bogen, den werde ich gleich brauchen. Das werde ich brauchen. Die Diamantaxt kann ich hier lassen. Die Fackeln können hier bleiben. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Das. Das Brot nehme ich ja lieber mit. Das. Hier, das kommt nach hier. So, wer weiß, wann ich das gebrauchen kann. Und ich mache mir auch direkt Brot hier raus. So. Und habe 26 Leder, womit ich erstmal nichts mache. Direkt da rein. Und dann würde ich sagen, ich nehme noch einen Rucksack mit. Guck kurz, ob das der leere oder der volle ist. Das ist der volle. Der andere Rucksack ist beide nicht leer, ne? Okay, ich lasse den auch hier. Ich habe ja genug Platz im Inventar. Notfalls komme ich noch einmal und dann tausche ich das auch erstmal. Denn ich will jetzt ins Bett und dafür sind ja diese Schuhe einfach angenehmer. Nein, nein, das war nicht so. Ich gehe jetzt ins Bett. Und dann danke ich zum Battle Tower. Und guck mal, was der Battle Tower Golem macht, wenn ich ihn nicht angreife und der unter Wasser steht. Geht er dann, ertrinkt er dann, oder? Weil das wäre voll easy. Also dieser Battle Tower Golem ist sozusagen ein riesiger Steinmensch, kann man sagen. Und da wollte ich jetzt einfach mal gucken, was der dann macht, wenn er dann kommt, mich angreifen will, dann im Wasser landet und vielleicht dann ertrinkt. Das hier feiere ich aber gerade ein bisschen mehr. Zack, zack, zack. Schon habe ich Essen. Okay, aber ich nehme auch die Blätter hier mit. Die brauche ich nämlich. Die baue ich mir ja alle an einem Ort an. Aber die baue ich noch nicht jetzt an. Das kommt aber hoch, denn ich wollte hier die Fackeln haben. Und an die Schafe, ich lasse auch erstmal deren Wolle in Frieden. Hoch. Ja, der Zauberstab. Den kann ich gut gebrauchen, vielleicht später gegen den Battle Tower Golem. Kann ich auf dir reiten? Pelikan. Nein, ich kann aber irgendwie in dir stehen. Was du nicht kannst, Muhaha. So, dann renne ich jetzt mal aber schneller. Oder soll ich sie erst im Schiff vorbeigucken? Die mit ihren TNT-Kanonen. Geil. Nee, ich gucke mir das nicht hier vorbei. Da könnte ich mir auch das Obsidian holen. Ach, hier gehe ich rein. Passt perfekt. What zum Teufel? Ach, ich hab's gesehen. Ich weiß jetzt, was los ist. Was? Sie können schießen. Dann kann ich euch verarschen. Schießt nicht auf mich, sonst schieße ich auf euch. So. Geil, das ist ein Boot. Wow, wow, wow. Scheiße. Nein. Ich will einfach nur noch weg. Fuck.
Eine Melone! Ich bin für den Rest meines Lebens ausgesorgt. Ich hab keinen Pfeil. Komm, 1, 2, 3, 4. Mehr brauche ich nicht. Du bist ein Scheiß-Skelett, ich will nichts von dir. Ach, da kommt ein Bode. Geile Sache. Okay, und du auch noch. Wow, du lebst ja immer noch. Was ist das denn? Darkness Essence. Wasser Essence. Coole Sache. Ich würde sagen, ich bin jetzt erstmal genug mit diesen Schuhen rumgelaufen. Und ich habe genug Leben. Das heißt, du Zombie kannst erstmal drauf gehen. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich habe gar nicht gewusst, dass hier unten wirklich... Geile Sache. Nein, 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 nein. Ich werde es sogar für euch reparieren, euer Boot. Nein, 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 nein. Ich will nicht unter meinem eigenen Eis ersticken. Scheiße. So. So, damit ihr mir nicht erstmal auf die Nerven geht. Zack. Was bist du für eine kleine Spinne? Du bist verzaubert, das ist asozial. Erstmal du. Mit dem Scheißbogen. Jetzt du, du Scheißspinne. Jetzt du, du Scheißzombie. Oh, noch eine kleine Spinne. So, komm schon. Leder. Bam. Bam, bam, bam. Geil, alles gut, alles gut, alles gut. Alles davon kann ich gebrauchen. Klar doch, die Spinnen kommen von oben runter gehopst. Dann gehe ich eben durch hier lang. Denn ihr Spinnen, solange zwei Spinnen-Spawner sind, sind es leider nicht. Kann ich hierdurch leicht besiegen. Komm schon. Ich bin schneller, als ihr spawnen könnt. Der weg. Viele leuchten hier einfach nur aus. Das mache ich nicht. Weil ich das ein bisschen dumm finde. Steinsense. Das ist gut. Kürbis kann ich auch nehmen. Moment, falsche Waffe. Komm schon. So, noch eins weiter nach oben. So. Kommt jetzt auch noch. Sehe ich nur nicht, wie viel Leben ich habe, oder habe ich volles? Ich sehe es noch nicht. Okay. So. Weiter nach oben gehe ich jetzt wirklich erstmal nicht. Komm schon. Ich gehe jetzt nämlich runter. Das habe ich ja nur gemacht, damit hier nicht so schnell diese scheiß Gegner spawnen. Hier ist doch eigentlich alles ausgeleuchtet. Ja, geht. So, dann hüpfe ich jetzt hier runter. Platsch. Ich bin wohl nicht der Einzige, der die Idee hat, hier runter zu hüpfen. Woher kommt ihr ganzen Spinnen? Okay.
Juhu, einfach reinlaufen. Und direkt wieder raus. Shit. Genau, geh auf dein Boot. Geh auf dein Boot. Mach eine Seeschlacht. Auf Eis. Scheiße. Whoa, Angriff. Angriff. Boah, der hat gerade auf mich geschossen. Batsch. Okay, komm. Dadum. Weißt du, ich kann aufhören, Kampf. Ich hab zwar nicht so ein... Ich finde meine Waffe cooler als deine scheiß Pistole. Ganz ehrlich. Ich habe einen geilen Bogen, du hast eine scheiß Pistole. Ich tue wenigstens was dafür, dass ich hier gewinne. Los! Greif doch so an! Greif doch so an! Ohne deine Waffe! So, und du stirbst jetzt auch erstmal. Bevor er noch weitere Spinnen spawnen. Setze ich hier mal schnell ein paar Fackeln hin. Buh! Genau, schießt euch gegenseitig ab. Das ist mein Plan. Das macht er sehr gut so. So, ich alleine töte alle Piraten auf einmal. Voll geil. Oh, langsam wird's knapp. Geil. So, nur noch du. Ich glaube, dann ist Schluss. Ach, hinter mir aber doch auch noch einer. So, gut, dass wir so viele Melonen haben. Das freut mich. Ich würde gerne wissen, was hier noch rumliegt. Das heißt, was schmeiße ich weg? Hexiken-Diamant. Das finde ich immer cool. Was ist denn das? Eisessenz. Was kann ich daraus machen? Irgendwie einen Stock. Eisen könnte ich gerade nichts mit anfangen. Moment, so. So, eine Eisessenz. Mit Essenzen kenne ich mich nicht so aus. Hätte doch einen Rucksack mitnehmen sollen. Dann schmeiße ich das mal weg.